Tag, mein Name ist Helmut Zepf. Ich bin Vice President Sales and Marketing International bei PBI und zeichne mit meinem Team zusammen für die ganzen Vertriebs- und Marketingaktivitäten außerhalb des amerikanischen Kontinents verantwortlich. Bevor ich zur Faser komme, möchte ich ein paar Worte zur Firma verlieren, beziehungsweise etwas über die Firma PBI sagen und das Polymer. PBI als solches wurde 1961 entwickelt und war ein Polymer, das dato keine Verwendung fand. Es gab keine Endanwendung und keine kommerziell verfügbaren Rohstoffe. Und das Patent verschwand sozusagen in der Schublade, bis dann leider 1967 im Januar eine Tragödie bei einer Apollo-Mission passiert ist und drei Astronauten beim Trockentraining im damaligen Cape Canaveral zu Tode kamen und verbrannten. Das war der Startschuss sozusagen für die Entwicklung von PBI-Fasern aus dem Polymer. Warum ist PBI so erfolgreich? Dazu möchte ich etwas zur Faser sagen. Hier habe ich auch zwei Muster des Originalproduktes. Hier ist das natürliche PBI, das nicht gefärbte, wirklich goldfarben. Hier ist das spinndüsengefärbte PBI, also sehr farbstabil in Schwarz, das 2010 entwickelt wurde. Und um es auf den Punkt zu bringen, PBI-Faser zeichnet sich durch hervorragende thermische Stabilität aus. Es ist mit das thermisch stabilste, dauerhaft stabile Polymer, das es gibt. Und diese Eigenschaften werden auch in das Endprodukt transferiert. Sprich, als erstes wird das Garn hergestellt in Mischung mit anderen Fasern, in der Regel Pararamide wie Twaron oder Kevlar. Dann wird aus diesem Garn ein Gewebe produziert und das Gewebe letztendlich, wie Sie hier sehen zum Beispiel, wird dann in einen Schutzanzug überführt oder aus dem Gewebe wird mit anderen Komponenten zusammen ein Schutzanzug hergestellt. Dazu kommt noch, dass PBI eine sehr tragekomfortable Faser ist, also auch bei hochfesten Geweben hat man diese geschmeidigen Eigenschaften, die sehr wichtig sind für komfortable Schutzanzüge. Und die thermischen Eigenschaften eben von PBI, das dann immer in Mischungen verwendet wird, tragen dann dazu bei, dass ein Gewebe bei Beflammung, hier das fertige Gewebe, nicht aufbricht, beziehungsweise sich nicht öffnet und nicht schrumpft vor allem. Hier ist ein neues PBI-Gewebe, man sieht die thermische Belastung. Das Produkt bricht nicht, wird nicht brüchig, ist nach wie vor stabil. Hier im Gegensatz zu einem Standard Aramid, Sie hören schon Geräusch und sehen den Schmutz, der abfällt. Das ist nichts anderes wie Kohle. Und man sieht ja auch die Schrumpfwirkung. Aramide schrumpfen unter Belastung. Man kann sich vorstellen, wenn man ein bisschen Zug ausübt, passiert das hier. Also ich glaube, das sind sehr eindrucksvolle Tests. Wenn zum Beispiel ein Schutzanzug Hitze und Flammen ausgesetzt ist, soll die oberste Schutzhülle nicht aufbrechen, weil sonst sind die darunterliegenden Schichten der Beflammung ausgesetzt und schützen nicht mehr. PBI zersetzt sich bei weit über 700 Grad erst, hat sehr niedriges Wärmeleitvermögen. Dazu kommt noch, dass PBI eine sehr tragekomfortable Faser ist, bedingt durch die Fasereigenschaften eben. Es ist sehr weich und anschmiegsam, also auch bei hochfesten Geweben bleibt dieser weiche und softe Charakter erhalten. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nochmal kurz und prägnant die wichtigsten Eigenschaften dieser Oberstoffe zusammenfassen. Ganz am Anfang steht Schutz, Protection. Unser Slogan ist auf Englisch Protection without compromise. Das heißt, für uns kommt die Schutzwirkung immer an allererster Stelle. Wir machen hier auch keinerlei Kompromisse. Dann, das nächstwichtigste für uns ist der Komfort, der Tragekomfort über die gesamte Lebensdauer der Schutzbekleidung. Dass der Feuerwehrmann oder der Industriearbeiter oder der Elektroarbeiter seinen Dienst möglichst gut ausführen kann, auch unter Belastung. Und dann natürlich auch Beständigkeit. Die Anzüge sollen ja eine lange Lebensdauer aufweisen. Die Anzüge sollen sehr oft gewaschen werden können und dann immer noch ihr Aussehen beibehalten. Ich
Ich möchte an dieser Stelle auch kurz auf einen Test eingehen, den PBI in den 80er Jahren entwickelt hat, den sogenannten dynamischen Flammentest oder in Englisch Dynamic Flame Test. Das ist ein relativ einfacher Test, wo ein Gewebestreifen einer mechanischen Belastung ausgesetzt wird durch ein 250 Gramm Gewicht. Also wie beim Anzug, wo natürlich Spannung auftritt an den Ellbogen, Schultern, Schritt- und Kniebereich. Und dieser Tatsache sollte Rechnung getragen werden. Und dann werden diese Gewebestreifen beflammt in einer Propangasflamme und werden dann gebrannt. Und es wird die Zeit gemessen, die es braucht, bis das Gewicht abfällt. Und im Video sehen Sie, wie so ein Test in der Realität ausschaut und vor allem, wie sich PBI im Gegensatz zum Wettbewerb schlägt. Und man sieht ganz deutlich, PBI ist wesentlich thermisch beständiger, schützt dadurch den Träger wesentlich länger und erlaubt es dem Träger auch, sich aus gefährlichen Situationen wegzubewegen, zu flüchten und gibt ihm genügend Zeit. Dieser dynamische Flammentest führt letztendlich hin zum ultimativen Test, dem sogenannten instrumentellen Mannequin-Test nach der EN ISO 13506 2008. Dieser ist auch ein optioneller Bestandteil der europäischen Feuerwehrschutzbekleidungsnorm, der EN 469. Und der Test wird in der Regel so durchgeführt, dass man ein Mannequin nimmt, das ist mit Sensoren, 130, 123 Sensoren, so in der Größenordnung, je nach Mannequin. Und diese Sensoren werden über eine Software ausgewertet und die Bedingungen sind dann so, die Branddauer beträgt 8 Sekunden, die Wärmestromdichte nach Norm beträgt 84 Kilowatt pro Quadratmeter und die Messdatenerfassung, also vom Zeitpunkt des Anschaltens der Brenner bis zum Ende, dauert 120 Sekunden, also 2 Minuten genau. Und es ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass wir hier immer vergleichende Tests durchführen. Das heißt, wir nehmen einen völlig baugleichen Anzug, gleiche Konstruktion, gleicher Hersteller, gleicher Aufbau. Der einzige Unterschied ist der Oberstoff. 3, 2, 1. Und Sie sehen die beeindruckenden Ergebnisse. Man sieht also bei allen Aramid-Anzügen das starke Aufbrechverhalten, das Schrumpfen, die thermische Schädigung der Membrane und das Durchschlagen der thermischen Belastung auf den Träger. PBI-Anzüge, egal welche Marke, welchen Oberstoff Sie nehmen, weisen immer die mit Abstand niedrigsten Verbrennungsraten auf im Vergleich zu den Aramiden. Wenn man die Temperaturentwicklung der Sensoren über die Zeit verfolgt, mit dem PBI-Anzug werden die Anstiege langsamer verlaufen, flacher und nicht so hoch. Das heißt, man hat mehr Zeit, eben, um salopp gesprochen aus dem Schlamassel zu entkommen und ist deutlich besser geschützt. Noch etwas zum Tragekomfort. PBI hat einen sehr geringen Biegemodulus, das heißt, es ist eine sehr flexible, weiche Faser. Und das führt dazu, dass die Gewebe auch weicher und anschmiegsamer werden, obwohl es sich um Gewebe mit sehr hoher Festigkeit handelt. PBI-Gewebe sind in der Regel die für Gewebe im Markt, die höchsten Reißfestigkeiten und Weiterreißfestigkeiten aufweisen und auch sehr hohe Abriebbeständigkeiten haben, dazu zu einer sehr langen Lebensdauer beitragen. Lebensdauer ist ein sehr wichtiger Aspekt bei Schutzbekleidung im Allgemeinen und vor allem bei der Feuerwehrschutzbekleidung. Es ist ganz wichtig, der Träger oder Endanwender kann die Lebensdauer natürlich selbst sehr positiv beeinflussen, das heißt verlängern, wenn er bestimmte Faktoren beachtet. Das heißt, richtige Lagerung, Schutz vor zu großem UV-Einfluss, Inspektion der Schutzbekleidung, dass man die Reinigung genau nach Vorgaben des Herstellers macht. Um diese Leistungsfähigkeit und vor allem die Langzeitbeständigkeit von PBI auch zu belegen, führen wir auch zahlreiche Labortests immer mal wieder durch. Dazu gehört eben auch UV-Tests, Belichtungstests mit dem Xenometer. Das ist ein Weatherometer, also ein Standard-Labortest, wo wir PBI immer im Vergleich mit Aramid und anderen Geweben testen. Und es kommt immer wieder als Ergebnis heraus, dass PBI-Gewebe mit die längste Lebensdauer aufweisen. Wie gesagt, es beweist sich auch draußen im Feld seit Mitte der 80er Jahre, wie beständig PBI ist.
Das Thema Innovation steht bei PBN natürlich immer im Vordergrund. Zunächst einmal Entwicklung der finalen Gewebe, die dann an die Konfektionäre vertrieben werden. Aber PBI kam auch letztes Jahr mit einer reinen Phase-Innovation auf den Markt, und zwar das sogenannte PBI-LP. Was ist das PBI-LP? Vereinfacht gesagt handelt es sich bei LP um ein modifiziertes PBI. Das heißt, wir haben bei diesen langkettigen PBI-Molekülen es geschafft, Querbindungen einzubauen und haben es damit geschafft, die thermische Stabilität nochmal hochzufahren, ohne gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften zu verändern. Und mit Hilfe dieser LP-Fasern lassen sich jetzt noch leichtere Gewebe produzieren, die aber mindestens den gleichen oder zum Teil noch besseren Schutz aufweisen. Das heißt, wir tragen damit dem Trend Rechnung, dass die Anzüge immer leichter, immer tragekomfortabler werden sollen, wobei man da niemals auf den Schutz verzichten will. Wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns einfach gerne per E-Mail, Telefon, Webpage, auf Messen, und Sie werden uns dort jederzeit anfinden, und wir sind gerne bereit und freuen uns, Ihre Fragen zu beantworten, oder wir besuchen Sie auch sehr gerne. Wie auch immer, wir wollen versuchen, Ihre Fragen stets zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.